Smoker hat sich auch noch ein neues Wheel gegönnert. Okay, jetzt geht's los. Tobi Van Kenobi. Ich würde sagen, Tobi mag Porsche und fährt sehr gerne den Nürburgring. Das ist ein Track Racer. Isetec Wheelbase. Oh, du hast auch diesen RCC Seat. Oh, den würde ich auch gerne mal ausprobieren. Schön aufgeräumt alles hier. Kabel ordentlich gezogen. Oh, da geht aber viel Luft rein in den Rechner und raus. Das ist wirklich schön. Das ist auch ein sehr schönes Rig von Tobi. Was haben wir hier? Keine Ahnung, was das ist. Ein Shaker. Oh. Okay, interessant. Unter den Pedalen einen rangebaut? Der Pedalslider ist halt schon sehr geil, ne? Auch am Überlegen, ob ich das irgendwann mal mache. Hier hinten ist die ganze Kabellage dran, auch nicht schlecht. Das ist sogar super ordentlich gemacht, mein lieber Mann. Also für die Menge an Zeug, die da verbaut ist, schön. Anke nochmal mit seinem Lenkrad hier auf Isetec umgebaut. Oh Leute, gib mir mal bitte eine Sekunde, weil ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Ich mache mir sonst die Hose. So, wieder da. So, dann gucken wir mal weiter. Faso. Ah, geil. Faso fährt mit einem schwenkbaren Bildschirm und dann sitzt er hier an der Seite mit drin. Ah, geil. Guck mal, das hat er sich so unter den Tisch geschoben. Cool. Oh, Faso hat er auch aus dem Minimalsten das Maximalste rausgeholt. Geil. Faso hat übrigens auch keinen Bock, die Scheißdinger von der Wand zu machen. Hat sich was überlegt mit MDF. Auch cool. Schön, Faso. Ist auch geil, dass der das einfach da so unten reingeschoben hat. Hier nochmal von Tobi. Oh, Tobi hat sehr hohe Pedale. Das sieht aber komisch aus. So hohe Pedale und dann das Lenkrad so steil. Tobi muss ein großer Mensch sein. Das sieht komisch aus. Das ist nicht sogar das ist sogar das Porsche Wheel, ne? Tobi hat Bock. Was haben wir denn hier bei Freezer? Ui, das ist ja auch eine geile Konstruktion. Aber so schräg runter gucken ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Aber ich sehe, sehr viele Leute sind aktuell mit einer CSL-DD dabei, wa? Das ist richtig schnicky hier von Freezer. Emilchen, was haben wir denn hier? Emilchen hat MDF gebaut. Das Mikrofon, denke ich mal, war. Ja, du. Wenn es geht. Da wird auch ein bisschen Monster vertilgt. Das ist schick. Simpel, dennoch schick. Von Emilchen. Ah, hier steht sogar MDF 70 Euro, Racet 70 Euro, Fanatec 84, LG Monitor 200. Unter 1000 Euro. Das ist super. Carolinchen. Carolinchen fährt Ultrawide. Was ist denn das für ein Lenkrad? Das kenne ich gar nicht. Aber ist auch ein schönes Rig. Oh, die Pedale gehen auch so ein Stück nach unten. Okay, okay, okay. Das ist auch Momo Daytona, wa? Schöner Sitz. Aber ich würde gerne wissen, was das für ein Wheel ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist das Cube Controls, das F-Core? Ich glaube, ja. Racepoint, was hat denn Racepoint gemacht? Oh, Racepoint hat ein bisschen gebastelt. Er hat sich quasi eine Wanne gebaut. Wie geil. Tju! Hauptsache es geht. Okay, was kommt jetzt noch?
Ja, nice. Einfach einen alten, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar noch ein PC-Stuhl oder sowas, ja, wa? Abmontiert, draufgesetzt. Geil. Fühle ich. Muss nicht immer alles 3 Milliarden Euro kosten. Race Point auch geil. Besser als gar nicht zu fahren. Also, oder kacki am Schreibtisch zu fahren. So, Sergeant Gimple. Ich hab dich auch lieb, Mäzi. Sergeant Gimple, warte mal, wer war das jetzt? Das müssen wir. Sergeant Gimple ist auf jeden Fall fährt 420, okay. Oh, was ist denn das für eine Konstruktion? Okay, das ist ja super interessant. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das waren wahrscheinlich vielleicht die Anfänge irgendwie von Sim Racing oder so. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig minimalistisch. Aber fetzt. Hier kannst du dich nach hinten schieben und nach vorne schieben. Ja, mag du. Solange man fest sitzt, das ist doch geil. Das fühle ich. Lord Bray. Der gute alte Playseat. Du, das ist aber auch wirklich so das Minimalste an Platz, was du einnehmen kannst, ne? Hauptsache, toi toi toi, es bleibt heil und dir geht nichts kaputt damit. Geil. Geil. Ich find's schön auch zu sehen, wie ihr mal fahrt. Da würde mich wirklich mal interessieren, ob das hier in der Mitte nicht irgendwie ein bisschen stört in den Füßen. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich kenne immer nur Hörensagen. Aber es ist schick. Schön zu sehen, wie ihr da draußen fahrt. Wirklich. Da sind ein paar wirklich sehr tolle Ideen und sehr geile Kracher dabei. Ich glaube, heute sind die meisten Leute CSLDD gefahren. Also ich würde sagen, das war schon fast eine Episode von Menschen, die so eingestiegen sind. Cool.